Servus und willkommen zu Muscle & Fitness. In dem heutigen Video habe ich euch ein komplettes Workout erstellt mit Langhantel. Das heißt, wir trainieren den kompletten Oberkörper. Für Anfänger ideal, da es nur 10 Minuten dauert. Die Übungen werden gut erklärt, während ich sie ausführe. Und es ist so, man kann sich steigern. Das heißt, gerade für Anfänger, wenn sie die Übung 10 Minuten jetzt macht, das 10 Minuten Workout, und ihr merkt sie nach ein paar Wochen, okay, mein Körper ist schon so gut darin, dass ich mir ziemlich leicht tue, das Workout durchzuführen. Dann macht es halt zweimal, dreimal hintereinander das komplette Workout oder ihr erhöht einfach das Gewicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Training und bis gleich! Servus und willkommen zurück. Wir starten gleich mit der ersten Übung. Die erste Übung ist Frontheben mit der Langhantel. Was ist zu beachten? Ihr solltet so viel Gewicht nehmen, dass ihr ungefähr 15 Wiederholungen schafft. Etwas mehr als schulterbreit greifen und dann einfach gerade nach oben heben, aber nicht zu hoch, das heißt maximal auf Schulterhöhe. Wir starten jetzt. 15 Wiederholungen ist das Ziel. Auf geht's! Wichtig ist auch Körperspannung, gerader Rücken. So schaut's von der Seite aus, gerader Rücken. Dann haben wir einen, probiere ich noch. Sehr gut. Wir kommen gleich zu Übung 2. Wir kommen jetzt zu Übung 2. Übung 2 ist Schulterdrücken. Schulterdrücken ist für die Schulter. Wir haben aber auch den Trizeps mit dabei und den oberen Rücken. Auf was muss ich achten? Ich greife wieder etwas breiter als schulterbreit. Schau immer, dass ich gleichmäßig bin, gleichmäßig greife, Hand nach oben, Ellbogen sind nach innen, versuchen mit innen zu halten, nach innen ziehen und dann drücken. Da machen wir jetzt 15 Wiederholungen wieder. Ein stabilen Rumpf, ein stabiler Rumpf ist auch wichtig, auf das bitte auch schauen. Das heißt Körperspannung. Ich mache die Übung jetzt im Knien, weil die Decke leider zu niedrig ist. Und wenn ich die Übung im Stehen machen würde, würde ich wahrscheinlich ein Loch in die Decke schlagen. Und wenn es möglich ist, möchte ich das vermeiden. Aber ihr könnt die Übung auch im Sitzen machen, beziehungsweise im Stehen. Geht nicht. Passt, wir kommen zur Übung 3. Übung 3 ist enges Bankdrücken. Heißt, Ellbogen wieder eng am Körper. Wir greifen eng, die Langhantel wird eng gegriffen. Und dann gehen wir eng am Körper nach oben. Wir haben bei der Übung haben wir die Brust mit dabei und natürlich den Trizeps. Wir starten jetzt. Man kann sich merken, je enger man greift und je enger die Ellbogen am Körper sind, desto mehr haben wir den Trizeps mit dabei. Und wenn man etwas breiter greift, hat man mehr die Brust dabei.
Drei machen wir noch, kommt. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Wir kommen zur nächsten Übung. Züge im Liegen. Wie schaut die Übung aus? Wir greifen etwas mehr schulterbreit. Ausgangsstellung ist einmal oben. Handel nach oben, gestreckt, fast durchgestreckte Arme. Und dann gehen wir nach hinten. Hantel berührt nicht den Boden oder die Gewichte. Und gehen wieder nach oben. Das machen wir jetzt 15 Mal. Und los! Nach hinten, so weit wie möglich, dass wir den Boden nicht berühren. Und wieder nach oben. Arme sind fast durchgestreckt. Nicht ganz, aber fast. Bei der Übung haben wir unsere seitlichen Rücken, also den Latissimus mit dabei, aber auch die Brust. Also die Brustmuskulatur ist auch dabei. Wenn ihr nach hinten geht, könnt ihr es ruhig immer ein paar Sekunden halten. So ein, zwei Sekunden und dann jetzt wieder nach oben gehen. So, drei machen wir noch. Einer, der zweite. Und der letzte. Den halten wir ein bisschen länger. Und dann nach oben. Sehr gut. Passt. Gut gemacht. Wir kommen zur nächsten Übung. Wir kommen zur nächsten Übung. Und zwar rudern, Langhantelrudern. Ich schaue wieder, dass ich gleichmäßig greife, etwas mehr schulterbreit im Obergriff. Dann gehe ich nach unten mit dem Oberkörper, Rücken gerade, ziehe die Ellbogen eng am Körper vorbei, so eng wie möglich, und die Hantel Richtung Bauch. 15 Wiederholungen und los! Ich habe jetzt 20 Wiederholungen gemacht. Wenn Sie nur 15 schafft, ist es auch egal. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Übung. Das ist eine Bizepsübung. Wir haben immer bei der Variante auch zugleich die Griffkraft mit dabei und den Unterarm. Wie funktioniert die Übung? Wir greifen schulterbreit, ungefähr schulterbreit. Schauen wieder, ob wir gleichmäßig greifen. Das passt. Wir sind im Obergriff. Ellbogen sind nah am Körper, das heißt der Oberarm ist nah am Körper, und dann ziehen wir die Hantel nach oben. Das Ganze machen wir jetzt 15 Mal. Macht euch bereit, wir starten jetzt!
zeige ich das, wie es von der Seite nochmal ausschaut. Machen wir noch 6 Wiederholungen. Sehr gut. Ich hoffe, das Training hat euch gefallen. Checkt auch meine anderen Videos aus. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Und nie vergessen, immer dranbleiben, nie aufgeben. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Muscle Man.